So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16 Online. Heute gegen den guten Fabianov 1CH. Er ist Level 3 online, ich bin Level 9, Handlanger bin ich. Und ich bin Dorfsiegler, er ist Cesaro. Ich spiele ein Normal Match in der St. Valentine's Day Massacre 1999 Arena. Ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Beim letzten Mal haben wir ein sehr, sehr langes, ein halbstündiges Last Man Standing Match gesehen. Falls ihr das nochmal euch angucken wollt, dann schaut nochmal an der Playlist vorbei. So, der gute Fabianov hat eine kleine Auslosung gewonnen, dass er gegen mich spielen darf. Beim nächsten Mal spielen wir gegen einen meiner Superfriends. Ne? Ich kenne das Superfriends-Projekt. Alle Superfriends haben die sofortige Berechtigung, gegen mich in einer Online-Session zu spielen. Wenn das zwei Sessions nacheinander ist, wenn in der ersten Woche schon dran waren, dann kommen in der zweiten Woche in einem Multi-Man-Match dran oder so. Und das machen wir auch. In zwei Folgen. Wenn alles klappt, vielleicht ist es auch etwas länger. Okay, also Chain Radio Pro bin nicht mehr so krass. So, dann wollen wir mal wieder mit dem Delay klarkommen. Ihr habt es beim letzten Mal gehört. Ihr hört immer, wann ich meine Tasten drücke und wann er hier ankommt, da unten wart. Ey, da unten wart doch irgendwo. Da. Okay, 360er drehen und da unten wart schon. 360er machen. Und jetzt erstmal warten wegen Stamina. Stamina. Woop, 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 woop. Stamina, Stamina. Hä? Oh. Ich dachte, da wäre du dabei gewesen. Ihr habt ja gehört, wie früh ich gekonnert habe. Oh, jetzt kommt der Wetter jetzt hier. Tja, das ist nicht gedacht, war. Wie einfach abfangen. Wie aus dem Nichts. So, pass auf. Wir machen ja da ein Normal Match. Jetzt können wir wieder mit Submissions agieren. Haben sie ja schon oft viel weitergebracht, ne? So. Ey, wie früh man hier konnert muss. Das ist echt unglaublich. Viel Raderei dabei. Wir spielen nennt man immer zweimal. Counter, einmal offline, einmal online, ne? Immer wieder kann man das sagen. Jahr für Jahr. So. Tom. Warte, kann ich das überhaupt machen? Pff, irgendwie so macht er doch, ne? Haben wir sowas nicht hier? Nutzt er natürlich aus. Sieht gar nicht ein. Ha! Instant mit dem Dropkick abgefangen. Zwischenzeit. Submission. Nein. So, die Leute fordern im Chat, die sind nämlich gerade noch. Ach, da sind ein paar Leute gegangen nach der Werbung. Ja, um die 90 Leute dabei. Die fordern nach dem Elimination Chamber Match. Bloß die Kacke ist da, wie keine öffentlichen Lobbys machen können. Dauert ewig, erstmal 5 Leute gleichzeitig ins, hier ins Match reinzubekommen. Aber wir werden das bestimmt nochmal irgendwann probieren. Und irgendwann klappt es auch. Ich sag's euch. So, jetzt komm mal raus hier. Willst du vielleicht mal eine Diving-Aktion machen? Ne, ich will auch mal den Taunt sehen, wo er das mit den Haaren macht. Da! Irgendwie so, ne? Irgendwie so. Jetzt komm mal, ey. Okay, dann gehen wir so rein. Der German? Nein, Quatsch, Bitch, Buddy. War der Zähler, Franzer. Jetzt! Ach man, Freunde. Wir kriegen das irgendwie noch hin. Wo ist er denn jetzt hier? Auf zweite Seite. Hätt's gedacht, oh. Oh, wieder zu spät! Alter! Ich hab gekontert, bevor er überhaupt abgesprungen ist. Das ist unglaublich. Ich bin jetzt schon daran gewöhnt, die ganze Zeit jetzt auf das Quicktime-Kickout-Event zu warten. Durchs Last Man Standing Match von gestern oder wann auch immer die Folge kam. Weiß ich nicht ganz, wie der neuer Rhythmus sein wird zum Releasen. Ne? Ja, Running Aktion. Ja, ich kann auch gerne weiter Running Aktion machen. Ja, so wird klappen. Ja, es klappt immer wieder. Okay, komm rein. Kein Problem. Wir können auch Handstand probieren. Dann ist die ganze Klappe. Ah, komm, danke nochmal. Ja, so macht man das heutzutage im Business. Ach. Am Rücken sogar getroffen. Seit wann hat denn Dorf 5 Corner-Slots? Ja, das fällt mir auch was. Jetzt auch. Aber ist ja anscheinend cool. Ja, Dorf Ziggler ist ja auch ein Techniker durch und durch. Ob er nun mehr Corner-Slots verdient hat als Cesaro, darüber lässt sich natürlich streiten. Ich habe ihn das nicht eingestellt. So, dafür bin ich eh viel zu faul. Vor allem nicht bei der deutschen Version. Bitte seht ihr, ich spiele übrigens mit der deutschen Version. Seit wann kaufst du dir eigentlich die deutsche Version? Ich hab sie doch schon. So, Signature-Move. Ach nee, komm, hätten wir machen können direkt, ne? Und wir haben auch uns lieber als Finisher. Den hat er immer noch als Finisher eingestellt. Könnt ihr glauben?
Ansonsten haben wir als Signature Move, glaube ich, einen Super Kick. Oder was haben wir da eigentlich gestellt bekommen? Oh, mir ist gerade ein bisschen schlecht. Fühl mich so, als würde ich müsste gleich kotzen. Na, wen habt ihr denn auf Kamera? Habt ihr immerhin irgendwas von dieser Folge? So. Ach, scheiße, hätte ich ja nochmal kontern können. Ich Dümmerle. Okay, ready, steady, go. Warten. Signature Moves. Zack! Ups. Wann hat er damit das letzte Mal gewonnen? Weiß ich nicht. Das ist bestimmt schon 5 Jahre her, mindestens. Oder irgendeine Hausshow. Da weiß man ja immer nicht so. Alter Dude! Der Uppercut. Jetzt werde ich noch ausgezählt, ne? Ich sehe, komm. Willst du vielleicht noch OMG-Swing machen hier? Easy in my eyes. When you look at me. Alter, der lässt mich wieder Counter verlieren. Ich sehe, komm. Boots. Pam! Ah, komm. Komm, ich bin mal. Warte! Komm, ich bin mal so cool. Ich hätte gewonnen via Countdown. Aber ich bin nice. Er darf via Kickout verlieren. Okay, also. Sieger im Sinn. Erinnert euch, ich bin's. Aber ich will das hier via Submission oder via Pinfall beenden. Gehen hier ab. Was macht Eve für Taunt Action? Was willst du denn hier jetzt hier werden? So. Machen wir mal einen geladenen Finisher. Wir warten und wir warten und wir warten auch. Und wir warten und. Oh, was? Nein, ich habe da ohne Richtungstaste gemacht. Dumm. Ja, dann. Den machen wir halt ohne. Submissions online, klappt nicht. Hä, war das? Zigzag war da ohne. Also, auch egal, ob er vorne, also mit dem Bauch oder mit dem Rücken zu einem steht. Ich glaube, ohne Richtungstasten war das Zigzag oder nicht. Ist egal, kriegen wir noch hin. Haben wir sowieso auf Rot. Der nächste Pin müsste eigentlich einen Sieg bringen, wenn ich Resilience hier oder so. Frank, du bist so sexy. So, zweite Seil. Tue springen! Hm, hat super geklappt. Look out, the big splash! Wir können auch VS, wir gewinnen auch VS Superkick, kein Problem. Sleeper! Sleeper! Genau, schön McCommon. Dialekt. Nü, nü, nü. Der Super! Oh, schöne Animation, muss man hier eindeutig sagen, aber nicht gekommen, der war einfach früher mit der Animation da. Aus dem Pin rauskommen, das sollten wir noch wohl hinkriegen. Ups. Tack! Dauert immer eine Weile, bis es ankommt, ne? Wie soll's aufstehen? Haben unser Stamm. Pass mal auf, mein Freund. Ich habe ihn eigentlich nie aufgehoben. Vor einer halben Minute. Aber mit dem Blame und so. Ich kenne das Ganze. Zigzag war immer ohne Richtungstaste, sag ich ja. Ah, fuck. Jetzt habe ich natürlich nicht. Jetzt habe ich natürlich nicht die Kacke-Sonne. Zack. Warten. Zigzag. Oh, Boots. Cover. Das war's, mein Freund. Das war's. Da kommst du niemals raus. One, two, three. Nice. Ach ne, wir sind ja Sigler. Nice. Good game. Fabianov. Hat mich sehr gefreut. Hat direkt das Spiel verlassen. Das werden wir machen. War ein schönes Spiel. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns dann bei der nächsten oder bei der nächsten Folge von 2K16 online wieder. Ja, vielleicht sollten wir Superkick mal als Finisher einstellen von Sigler. Wird halt mehr Sinn machen. Der ist echt viel cooler. Bis dann. Daumen für cool. Dann bin ich auch so. Bis zum nächsten Mal. Super Friends auschecken. Haut rein. Tschüss.